Guten Morgen, guten Mittag. Schön, dass du da bist zum Bauch-Beine-Po-Workout 11.30 Uhr und wir starten los. Eine Dreiviertelstunde haben wir jetzt gemeinsam. Schwerpunkt heute eher auf Po, aber auch Bauchbeine, also alles dabei. Gut machbar, sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Zusatzausrüstung brauchst du keine außer der Matte, dein Handtuch und die Trinkflasche. Und dann wollen wir gar nicht lang rumreden, sondern wollen starten, wollen die Zeit nützen und beginnen mit unserem Warm-up, können die Musik starten. Das ist aber meine Bitte an meinen Helfer in der Regie für die Livestreams. Genau. Warm-up. Heute ganz leichter Step-Warm-up für jeden machbar. Auch die Musik vielleicht noch ein kleines bisschen lauter. Mit dem Takt hören und du kannst schon mal anfangen mit marschieren auf der Stelle. Fangen langsam an zum Wachwerden. Keine Ahnung, wie lange du schon auf bist, ob der Kaffee schon gewirkt hat. Du bist topfit. Marschieren auf der Stelle. Und dann gehen wir die einzelnen Gelenke gemeinsam durch. Beginnen erstmal Arme nach oben, einatmen, ausatmen nach unten. Nochmal ein, aus. Und du marschierst weiter. Einatmen, Arme nach oben, ausatmen nach unten. Letztes Mal ein, aus. Weiter marschieren. Etwas breiter, jetzt bist du schon hüftbreit und wir wärmen die Schulter auf. Schau mal, du rollst die Schulter nach hinten, abwechselnd. Sehr gut, locker, weiter marschieren, etwas breiter gehen. Jetzt sind wir schon mehr als hüftbreit und gehen über in einen Side-to-Side. Schau mal. Fußspitze, ganzer Fußaufsatz im Wechsel. Jetzt nehmen wir hier die Arme dazu. Sieht so aus. Wir nehmen einen Arm nach vorne. Genau so. Bleib noch. Jetzt ändern wir nur die Arme. Armbewegung jetzt statt nach vorne, nach oben. Schau mal Arme zu mir. Schon ein bisschen zügig sein, dass wir im Takt bleiben. Und dann lassen wir die Arme wieder weg. Bleiben bei Side to Side. Leg die Hände am Oberschenkel auf. Geh ein bisschen tiefer nach unten. Wir kommen nicht mehr in die volle Aufrichtung, sondern bleiben auf halber Höhe. Und nochmal ein kleines bisschen, 5 cm. Und jetzt lassen wir die Fußspitze am Boden. Eben nur die Ferse auf. Ferse nach oben. Und wir bleiben immer noch tief, ne? Zum Warm-up. So langsam dürften langärmelige Oberteile abgelegt sein. Und dann beweg dich Stück für Stück wieder zurück. Zur aufrechten Haltung, zum Side to Side. Jetzt nehmen wir das Einbein immer nach vorne oben. Knee Lift. Sieht so aus, schau mal.
Okay, bist du dabei? Zack, nach oben. Gleich ruhig, mit den Armen aus. Und jetzt ziehen wir nochmal ein Stückchen höher, engagierter nach oben. Wenn du magst, große Armbewegung dazu. Wenn dir das zu kompliziert ist, dann lass die Arme unter Schulterhöhe. Vier nach. Drei nach. Zwei nach. Letzter. Zurück zum Marschieren. Schnapp kurz durch. Machen noch mal ein bisschen für die Beinrückseite. Warm-up. Komm noch mal zum Side to Side. Ich wandere hier gerade ein bisschen auf der Matte ständig fest, gell? Meine Außenrichtung. Okay, lecker. Knie beugen. Ganze Richtung Gesäß ziehen. Immer noch lecker. Die letzte. Acht. Vier nach. Okay. Komm zurück zum Marschieren. Ich drehe mich seitlich, dass du sehen kannst, was ich mache. Eine Aufwärmung Kniebeuge. Rücken lang und gerade. Arme nach vorne. Arme lang nach hinten durchschwingen. Geht nicht um super weit nach unten zu gehen. Viel wichtiger ist, dass du vor allen Dingen in der Hüfte beugst. Und jetzt bleiben wir mal unten. Legen die Unterarme auf dem Oberschenkel ab. Rollen den Rücken rund nach oben. Und gerade im Wechsel. Rücken rund. Gerade. Und gerade. Unsere letzte Warm-up-Übung für die Wirbelsäule. Okay. Letztes Mal. Und dann roll ich Wirbel für Wirbel auf, nach oben zum Stehen. Alles einmal auslockern, einen Schluck trinken und dann geht's los mit dem Workout-Teil. Wir beginnen in einer breiten Beinstellung. Check die Beine, nicht zu schmal. Wirklich schulterbreit oder sogar ein bisschen mehr. Dreh die Fußspitzen ganz leicht nach außen. Keine Hintenfüße, aber ganz leicht nach außen gedreht, sodass du hier tief gehen kannst. Achte auf die Position vom Knie, ja, dass die Knie über der Fußachse eher nach außen orientiert sind. Okay? Pass auf, schau einmal zu mir. Wir gehen tief, kommen hoch. Ziehen ein Bein nach oben. Gehen wieder tief. Andere Seite. Okay? Bist du soweit? Dann steig mit mir ein. Los geht's. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Sauber. Saubere Technik ist wichtiger, als jetzt immer genau im Takt zu sein. Viel wichtiger, dass du dich auch konzentrierst, was du tust. Wenn du zwischendurch mal nicht mehr kannst, nimm dir eine kurze Pause und dann steigst du einfach mit mir wieder ein. Training der Beine, Training fürs Gesäß. Ganzer Körper beteiligt.
Jetzt machen wir Doppelte. Das heißt, nach unten, zweimal, nach oben, zweimal. Das Bein bleibt in der Luft. Zack, zack. Balance brauchen wir auch noch. Halt dich. Hoch, hoch. Tief, tief. Bein nach oben. Wäre ja schön, ne, wenn wir das Bein zwischendurch absetzen würden. Machen wir aber nicht. Halten Sie in der Luft. Sehr gut. Jetzt einmal noch jede Seite. Tief, tief. Bein hoch. Tief, tief. Letztes Mal. Zweimal Bein kurz ausschütteln. Schaut zu mir für die nächste Übung. Eine Ausfallschritt Kniebeuge oder Lunge. Kennst du? Ein Bein steht vorne, das andere setzt du nach hinten. Schau, dass da genügend Platz ist zwischen den Beinen. Nicht so schmal stehen, nimm dir Platz. Guck, dass deine Kniescheibe auf jeden Fall immer hinter den Zehenspitzen bleibt. Auch dann, wenn du beugst. Okay? Halt den Oberkörper aufrecht. Nach unten. Okay, bist du dabei? Ich habe rechts vorne. Am einfachsten fängst du auch so an. Rechts ist vorne. Erstmal saubere Technik. Letzter, dann kommt der Beinwechsel. Linkes Bein nach vorne, rechtes nach hinten. Los geht's. Ah, am Anfang zählen wir noch nicht mit. Am Anfang haben wir einfach Spaß. Zählen tun wir dann hinten raus, wenn es zäh wird. Nach und. Nach und. Bleib aufrecht. Knie, Position. Immer wieder checken. Jetzt den letzten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei noch. Noch zwei. Letztes Mal. Wir variieren den Ausfallschritt, die Ausfallschritt-Kniebeuge jetzt ein kleines bisschen. Schau zu mir. Rechts ist wieder vorne, erstes Bein. Nach unten wieder habt. Dann ziehen wir aber einmal hier vorne nach oben, bevor wir wieder nach unten gehen. Okay? Siehst du? Können wir anfangen? Sehr gut. Stell dich in die Ausfallschritt-Kniebeuge, bis die Position der Beine schon mal passt zum Beginn und los geht's. Tief, hoch, Knie nach vorne. 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 Jawohl. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief. Willst du wissen, wie viel noch? Letztes Mal. Auf Seitenwechsel. Pause gibt es keine. Brauchen wir nicht. Bist bereit? Tief. Hoch. Tief. Mal nach vorne rubbeln. Tief. Links ist vorne, wenn wir gemeinsam sind. Nach oben.
kommt gleich das nächste Lied. Jetzt noch 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Während du verschnaufst und ich mir meinen Schuh gerade binde, schaust du mir für die nächste Übung. Eigentlich ganz simpel. Du willst ein Standbein. Ich sage, wir fangen mit dem linken an. Linkes Bein, Standbein. Bewegen das Bein zur Seite und wieder ran. Vermeintlich einfach. Pass auf die Technik auf. Da ist nicht unbegrenzt viel Beweglichkeit. Und es geht auch gar nicht darum, möglichst hoch zu kommen. Viel wichtiger, lass den Körper hier in einer Ebene. Sodass du das Becken hier stabil halten kannst, nicht ausweichen musst. Okay, beginnen wir. Also linkes Bein Standbein, rechtes Bein bewegt. Los geht's. Hoch, zurück, hoch, zurück. Du hast genügend Zeit, es muss nicht schnell, schnell sein. Hoch, zurück, hoch, zurück, hoch, zurück. Noch 8, 1, zurück, 2, zurück, 3, 5 müssen wir noch, jetzt noch 4, jetzt wird es am Standbein schon anstrengend, 3 noch, 2 noch, halbes Gleichgewicht, der letzte, und dann Seitenwechsel ohne Pause, neues Standbein. Richtig aus, Oberkörper. Gerade, stabil. Okay? Also, was sind wir soweit? Dann legen wir gemeinsam los. Hoch und ab. 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 Und zwar so, linkes Bein steht, rechts Bein geht nach oben, macht aber zwei Bewegungen, drei Bewegungen, Entschuldigung. 1, 2, 3. Dann nimmst du das Bein ran und machst einen kleinen Kniss. Ja? Soweit klar? Dann legen wir los. Linkes Bein steht, rechtes Bein abgehoben. Los geht's. Achtung. 1, 2, 3 und Knicks. Hoch. Seitenwechsel. 1, 2, 3 und Knicks. Seitenwechsel. 1, 2, 3 Knicks. Seitenwechsel. 1, 2, 3 Tief. Immer genügend Zeit zum Bein abstellen. 3. Immer stabil stehen. Viel wichtiger, saubere Technik. Seitenwechsel. 2, 3, Knicks. Bein absetzen. Seitenwechsel. 1, 2, 3 Tief. Vielleicht kann man jetzt nochmal maximal tief gehen. 2, 3 So weit es geht. Ganz deutlich, mehr als ein bisschen Knicks. 2, 3 Tief. Letztes Mal jede Seite. 1, 2, 3
tief. 1, 2, 3 und tief. Locker dich kurz aus. Kommen auf die Matte. Und zwar zur Liegestützhalte. Jetzt brauche ich gleich mal mein Handtuch, damit ich schon gut warm jetzt. Wahrscheinlich seid ihr noch tiefenentspannt. Aber ich kämpfe das jetzt schon durch mit euch. Also, Unterarmstütz, schau mal kurz zu mir, dass du weißt, wie das Handtuch hier bereitlegen. Unterarmstütz ist klar, Körper in einer Linie. Von dem aus jetzt ziehst du ein Bein immer zu dem gegenüberliegenden Ellbogen. Also klassischer Mountain Climber, Bergsteiger. Zack. Gemeinsam. Wir werden auch in der Übung dann ein bisschen variieren. Aber erstmal laufen wir uns hier so ein bisschen warm. Knie unterm Körper durch. Zack. Zack. Nach vorne. Zum gegenüberliegenden Ellbogen. Entspann den Nacken. Schau nach unten. Immer noch Mountain Climber. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt die Knie ab. Ich auf. Kurze Pause. Jetzt bringen wir eine Variation rein. Und zwar nicht nur einmal das Bein nach vorne, sondern immer doppelt. Zweimal. Doppelt. Guck einmal zu mir, wenn du dir nicht sicher bist. Sieht folgendermaßen aus. Zack, 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 zack. Und das Bein bleibt in der Luft, wird also nicht abgestellt zwischendrin. Okay, bist du soweit? Ja? Dann, let's rock and roll. Mach dich bereit. Wir beginnen zusammen und wir hören gemeinsam ab. Unterarmstütz. Los geht's. Links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts. Hat schon Tempo. Links, links, rechts, rechts. Immer doppelte. Vier noch, drei noch, zwei noch, eine Pause. Kurz locker. Während du durchschnaufst, schau zu mir. Wir setzen jetzt nochmal einen drauf. Wir bleiben bei Doppelten, aber wir ziehen das Bein einmal unterm Körper durch, an die Seite und dann beim nächsten Mal an die Außenseite. Ja? Immer doppelt. Was du machen kannst, wenn es zu anstrengend wird, dass du beim Doppelten nach dem ersten den Fuß kurz einmal am Boden tippst. Oder du kannst einfach nur einfacher machen. Also schau einfach, was für dich passt. Wir machen es genau so lange, bis ich gar nicht mehr kann. Ist ganz einfach. Ja? Okay. Und du kannst dir sicher sein, nicht zu lang. Links vorbereiten. Los geht's. Links, links, rechts, rechts. Jetzt nach außen. Zack. Rechts, außen. Links. Unterm Körper. Rechts. Links. Und rechts. Das ist unser Bauchteil heute. Das ist eigentlich auch ein
Tiere. Rein noch. Atmen. Zwei. Und Pause. Trink einen Schluck. Es ist warm heute. Und voll von den Regenfällen. Aber vielleicht schwitzen wir auch. Was noch ein bisschen anstrengend. Gut. Während du dich verschnaufst, dann zur nächsten Übung. Sideplank heißt, wir legen uns auf die Seite. Ja, ich muss das Handtuch doch ein bisschen vorher nach vorne rutschen. Ich ticke mal mit dem Bildschirm. So, auf der Seite. Den Unterarm unter die Schulter legen. Abstand zwischen Ohren und Schulter ganz wichtig. Schau mal, wie deine Knie liegen. Wollen wir nicht. Wir wollen die Hüfte möglichst offen. Ja? Also hier die Füße weit nach hinten legen, sodass der Körper möglichst eine Linie bildet. Beine sind angewinkelt. Aus der Position dann stützen wir uns nach oben. Also eine Side Plank. In der vereinfachten Form, weil das Bein angewinkelt ist. Okay? Unsere Bewegung ist einmal das Bein zum Ellbogen, dann streckst du und bringst das Bein einmal nach oben. Also nach vorne, zur Seite, nach oben. Bist du soweit? Dann lass uns gemeinsam beginnen. Bei mir ist der rechte Arm, Stützarm, rechtes Bein abgestützt. Los geht's. Ellbogen, Bein nach oben. Ellbogen, Bein nach oben. Ellbogen, Bein nach oben. Ellbogen, Bein nach oben. Was wird trainiert? Seitliche Rumpfmuskulatur sowieso. Gesäß, Adduktoren, also voll in unserem Schwerpunkt heute. Gesäß. Und Beine. Sehr gut. Jetzt kommen die letzten vier. Die letzten drei. Die letzten zwei. Einer noch. Und dann wechsel auf die andere Seite. Dann stützt links. Links Bein. Abgelegt. Bereit. Los geht's. Ellbogen. Bein nach oben. Ellbogen. Bein nach oben. Zum Ellbogen. Bein nach oben. Bleiben dran. Ellbogen. Nach oben, Ellbogen, Bein nach oben, Ellbogen. Und jetzt kommen dann unsere letzten vier. Eins, Ellbogen, zwei, zum Ellbogen, drei noch, drei, einer noch, kann schon nicht mehr zählen. Letzter, und Pause. Schnapp kurz durch. Wir gehen nochmal zur ersten Seite. Und was kommt? Ah, klar. Doppelte. Ja, schauen wir zu mir, was ich meine. Wir gehen zum Ellbogen. Zum Ellbogen. Nach oben. Nach oben. Alles klar, so rein. Brauchst du noch kurz einen Moment? Nochmal kurz was trinken? Dann tu das gerade. Man merkt schon, ne? Wir haben schon ein bisschen was getan. Keine Sorge. Kriegen wir schon zusammen hin. Okay. Los geht's. Der rechte Arm stützt. Rechtes Bein nach oben. Ellbogen strecken. Ellbogen strecken. Bein nach oben. Bein nach oben. Nach vorne. Ellbogen. Ellbogen. Nach oben. Nach oben. Zum Ellbogen. Zum Ellbogen, nach oben, nach oben.
Nach oben. Nach oben. Zweimal noch. Ellbogen. Ellbogen. Nach oben. Letztes Mal. Zum Ellbogen. Zum Ellbogen. Nach oben. Nach oben. Seitenwechsel ist unsere Pause. Linker Schritt. Links Bein. Fuß weit genug nach hinten. Vorbereiten. Los geht's. Zum Ellbogen. Zum Ellbogen. Nach oben. Nach oben. Ellbogen. Ellbogen. Fuß nach oben. Fuß nach oben. Ellbogen. Nach oben. Oben. Zum Ellbogen. Lächeln. Atmen schwer fällt. Zack. Nach oben. Die letzten zwei. Einen haben wir schon von denen. Jetzt den letzten. Nach vorne. Nach vorne. Oben. Nach oben. Absetzen. Kurz verschnaufen. Sehr schön und schon sehr gut die Hüftaußenseiten abgetoren trainiert. Bauch haben wir auch schon ein bisschen was gemacht. Jetzt nehmen wir uns nochmal Gesäß- und Rückenmuskulatur vor. Schau zu mir. Wir kommen in Bauchlage. In der Bauchlage. Stell die Zehenspitzen auf. Nimm die Arme nach vorne. Und stell die Hände immer auf die Fingerspitzen. Was wir machen ist wie eine Paddelbewegung. Aber die ist langsam, dass wir immer im Boden drücken können. Und zwar gegen Arm, gegen Bein. Klingt kompliziert, ist es nicht. Also linker Arm und rechtes Bein abgeben. Dann drückt die rechte Hand nach unten unter den linken Fuß. Wechseln. Dann drückt die linke Hand in den Boden und der rechte Fuß. Abwechseln. Also wirklich aktiv immer diesen Druck aufbauen, bevor du wieder die Seite wechselst. Sind wir soweit? Dann gemeinsam. Los geht's. Rechter Arm. Absetzen, drücken. Linker Arm hoch. Abwechseln. Am besten schaust du gar nicht groß zu mir, sondern findest deinen eigenen Rhythmus. Viel wichtiger ist, dass du sauber bist von der Technik. Immer noch dabei und schau, dass der Oberschenkel ab vom Boden abgehoben ist. Wir wählen nicht nur mit Wade, mit der Wade, ganzes Bein. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Während du Pause machst, schau kurz zu mir. Auch hier ändern wir jetzt die Bewegung an sich nicht, sondern bringen einfach nur Double statt Single mit ins Spiel. Sieht so aus. 1, 2, drücken. Drücken, drücken. Also abwechselnd. Kurz abheben. Und nochmal in den Boden drücken. Also die Doubles sind der Druck nach unten. Nicht die Bewegung nach oben. Habe ich das jetzt verständlich erklärt? Egal. Wir fangen einfach an. Los geht's. Zeit läuft. Immer zweimal nach unten drücken. Bring the action. When you have us in the club, you're gonna turn the shit up. Da hilft uns
Britney Spears jetzt mit dem Takt. Kannst du dich ganz einfach einfinden? All eyes on us. See the boys in the club. They're watching us. They're watching us. They're watching us. Unser Mackenteil ist fertig. Wir arbeiten uns immer noch Workout. Wieder zurück zum Stand. Also in deiner Geschwindigkeit. Armstehen nach oben. Kommen wieder in den breiten Stand auf der Matte. Bist du soweit? Fußspitzen leicht nach außen. Achte auf die Position im Knie. Wenn wir tief gehen. Knie innerlich eher nach außen orientiert. Sehr gut. Wir nehmen die Arme zur Seite nach oben. Wenn du Schwierigkeiten hast in der Schulter, bleib hier einfach ein bisschen tiefer, geht genauso. Ja? Okay. Finger in jeder Hand. Handfläche. Die Bewegung ist, wir gehen tief, drehen einmal zur Seite, drehen zurück zur Mitte, kommen nach oben. Tief. Drehen. Mitte. Hoch. Tief. Drehen. Okay, gehen mit mir zusammen. Langsam genug zum Ausprobieren. Armkräfte. Tief. Hängen. Hoch. Tief. Drehen. Hoch. Tief. Drehen. Halt dich aufrecht in der Wirbelsäule. Zieh die Schulterblätter zur Wirbelsäule. Wie ein Roboter drehen wir. Jetzt werden wir dann die Geschwindigkeit verdoppeln. Okay, bist du soweit? Tick, tack, tack. Tack, tack. Tick, tack, tack. Das Ganze. Sehr zügig. Wenn es dir zu schnell ist, dann selber einfach halbe Geschwindigkeit. Die letzte. 8, 6, 4. 2. Letztes Mal. Ganz locker. Eine Runde machen wir noch. Erst langsam und dann wieder Powerphase. Gut. Lass uns keine Zeit verlieren. Tief. Drehen. Nach oben. Tief. Drehen. Nach oben. Tief, drehen, nach oben. Okay, Powerphase. Bist du bereit? Los geht's. Jetzt haben wir leider gerade die langsame Musik. Das macht uns aber nichts. Zack, zack. Zack, zack. Die letzte. 2 noch. Die letzte. Und du hörst es schon. Cooldown ist eingeleitet. Sehr schön. Auslockern. Spannen. Lockern. Stell die Schulter breit. Einatmen nach oben. Lass die Arme oben. Mach dich lang über die Seite. Darfst den Oberkörper ruhig mitnehmen.
My head speaks a language. Richtig recken, strecken. I don't understand. Dann lass die Arme sinken. Verschränk die Hände über den Körper. Schieb die Hände, Arme nach hinten. Brustkorb nach vorne. Schau gerade. Cause I got too much life running through my veins, going through waste. Ach, Hände locker, Arme locker. Schau mal, stell dich aufs linke Bein. Nimm das rechte Bein. Überkreuz vorne. Bring den linken Arm nach oben. Und jetzt lehn dich auf die rechte Seite. Den rechten Hackballen kannst du noch nach unten drücken. Fingerspitzen nach außen. Und dann Position auflösen. Und wir wechseln die Beine. Stell dich aufs rechte Bein. Linkes Bein. Vorne überkreuzen. Den rechten Arm nach oben. Stütz die linke Hand nach unten. Dreh dich auf die linke Seite. Position auflösen. Alles locker. Links Bein, Standbein. Hol dir deinen rechten Fuß. Wenn der zu weit weg ist, du kannst auch am Socken ziehen oder an der Hose. Wenn du nicht stabil stehst, halt dich irgendwo fest. Ansonsten einen Punkt wählen, wo die Augen fokussieren können. Gesäß anspannen. Dann die Ferse Richtung Gesäß. Mag, nimm noch den Arm nach oben. Wir dehnen die Oberschenkel, Vorderseite. Zieh dich aus. Gesäß muss angespannt sein, sonst ist der Rücken nicht stabil. Also achte darauf. Seitenwechsel. Angespannt. Erst Gesäß anspannen, dann ziehen wir an den Fuß. Dann nehmen wir den Arm nach oben. Mach eins nach dem anderen. Die Technik perfekt. Und nachdem wir heute doch ziemlich viel auch über die Hüfte nach vorne gearbeitet haben, und da auch noch mal kurz für Öffnung sorgen. Linkes Bein, Standbein. Wie gerade eben. Guck einmal zu mir. Du holst dir den rechten Fuß, gibst den aber dann in die linke Hand, also gegenüberliegende Hand. Und dann versuch den Fuß, das Bein nach hinten zu bewegen und den Arm nach oben. Oberschenkel und Hüfte. Öffnerdehnung. Ja? Probier es aus. Bleib jetzt einfach mal mit dem Rücken zu dir stehen, damit du genügend Zeit hast, in die Dehnposition zu kommen. Bleib einfach, dann können wir gemeinsam den Seitenwechsel machen. Genau jetzt. Wechsel die Seite. Anderes Bein. Erstmal gleichseitiger Arm, dann den Fuß übergeben. Dann bring das Bein, den Fuß weiter nach hinten. Und den Arm nach oben. Take what comes. All the storm is raging against us now. If you're afraid of falling, then don't look down. But we took the step, but we took the leap. Den Atem fließen. Und dann Arm absetzen, Bein absetzen. Zu guter Letzt nochmal Entspannung im Rücken. Leg dich nach vorne, häng dich nach vorne. Alles locker. Die Knie sind gebeugt, ganz entspannt. Schau, dass du eine angenehme Dehnung produzierst übers Gesäß, über die Oberschenkelrückseite. Lass den Kopf hängen, lass die Schultern locker hängen. Nach Ruhe.
Gesäß aktiv ein Stück weiter nach unten bringen, hol dir die Kraft der Beine zurück und dann richte dich auf. Wirbel für Wirbel zurück zum Stand. Dreimal gemeinsam atmen. Einatmen nach oben. Ausatmen. Nochmal ein. Und aus. Letztes Mal ein. Und das ist geschafft für heute. Super, dass du dabei warst. Vielen Dank. Ganz liebe Grüße aus dem Sendung. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Entweder im Livestream oder jetzt auch zunehmend bei Outdoor-Trainings. Momentan noch kleine Gruppen. Wenn du dabei sein willst, ruf uns an. Montag bis Freitag, 8 bis 13 Uhr, ist das Büro besetzt. Und du kannst dich anmelden, kannst fragen, wann Outdoor-Trainings sind. Instagram, Facebook steht es auch drauf. Ich bin morgen Abend wieder hier mit dem Faszientraining über Livestream um 18.30 Uhr. Und dann um 19.30 Uhr Michigan, Dienstagvormittag, ist dann die Astrid da. Live draußen, Outdoor, am Mittwoch zum Yoga, Mittwochabend. Vielleicht hast du dazu Lust. Schau einfach, bleib gesund, halt dich fit. Bis ganz bald. Liebe Grüße, deine Christina. Ciao.